So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Zentralübung äh, im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung an der Uni Regensburg. Äh, herzlich willkommen und wenn Sie Lust haben, können Sie mir immer auch kurz Hallo sagen, schreiben Sie was in den Chat rein, dann weiß ich, dass Sie da sind und Sie wissen auch, dass Sie nicht alleine sind. Ich hoffe, ähm, Sie können mich hören und sehen und auch verstehen. Wenn nicht, äh, schreiben Sie mir nochmal. Und schreiben Sie am besten auch immer, wenn Sie sich vielleicht beteiligen wollen, wenn Sie eine Frage haben oder eine Anmerkung, einfach in den Chat rein. Also ich habe immer ein Auge auf Sie im Chat, genauso wie in der Vorlesung, und ähm, werde Sie dann auch zu Wort kommen lassen. Hm, was haben wir heute vor? Ähm, wir Schauen uns nochmal, oder wir schauen uns das erste Mal so eine kleine animierte Anwendung in der Graphics App an. Um, an dem Beispiel versuche ich Ihnen dann noch so ein bisschen was von den ähm, Dingen, die wir heute in der Vorlesung auch durchgegangen sind, zu zeigen. Also, es geht natürlich auch wieder ganz grundlegend um Java, Methoden, Parameter etc. Aber es geht auch vielleicht ein bisschen um komplexere Ausdrücke, die wir verbinden, um bestimmte Positionsabfragen für unsere Objekte zu machen. Und es geht ähm, vor allem auch darum, dass wir uns jetzt mal diesen Draw-Loop anschauen, mit dem wir dann mehr als nur statische Anwendungen in der Graphics-App gestalten können. Bevor wir das machen und bevor wir loslegen, ähm, vielleicht ganz kurz ein paar organisatorische Hinweise glaube, Es sind gar nicht so viele. Eigentlich ähm, würde ich Sie nur noch mal gerne auf die Studienleistung hinweisen. Den ersten Teil bearbeiten Sie ja gerade und denken Sie daran, dass Sie das bis Freitag abgeben müssen. Und wenn Sie das bis Freitag abgeben müssen, dann gibt es zwei Sachen, die Sie beachten sollten. Erstens ähm, vergessen Sie die Frist nicht und versuchen Sie vielleicht sogar schon einfach mal vorher. Ähm, die aktuelle Lösung, die Sie haben, hochzuladen. Sie können nämlich in Grips, wenn Sie Ihre Aufgabe eingereicht haben, jederzeit auch eine neue Version hochladen und damit Ihre alte Abgabe überschreiben. Also wenn Sie jetzt noch nicht ausprobiert haben, wie diese Abgabe von Ihren Aufgaben funktioniert, machen Sie das direkt mal. Dann sehen Sie, wie das funktioniert. Und wenn Sie dann wirklich bis zur letzten Sekunde warten wollen, haben Sie zumindest die Gewissheit, dass Sie wissen, wie das System da funktioniert. Ähm, zweite Sache, die Sie beachten sollten, ähm, wir helfen Ihnen ja gerne, wenn Sie irgendwie Fragen oder Probleme bei der Studienleistung haben. Denken Sie aber daran, dass Sie uns dann rechtzeitig Bescheid geben müssen. Heißt, ähm, vielleicht nicht unbedingt Freitag eine Viertelstunde vor Abgabe uns eine E-Mail schreiben und dann hoffen, dass wir Ihnen noch irgendwie antworten können, sondern spätestens jetzt äh, die Fragen, die Sie haben, die Probleme, die Sie haben, sammeln und uns direkt stellen. Hm, vielleicht mal ein kleines Meinungsbild. Ähm, Schreiben Sie mal eins in den Chat rein. Ähm, der Ton ist leise. Der Ton ist leise. Ist das bei den anderen Leuten auch so, dass der Ton leise ist? Schauen wir mal, ob es jetzt besser funktioniert. Ähm, ich kann auch noch ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. Aber es müsste eigentlich so passen. Zur Not vielleicht einfach ein bisschen lauter bei Ihnen machen. Okay. Ähm, zweite Sache. Ähm, Studienleistung, Fragen sammeln und. Ähm, Erste Sache war ausprobieren, ob der Upload funktioniert. Vielleicht ganz kurz ein Stimmungsbild. Schreiben Sie mal eins in den Chat rein, wenn Sie schon fast fertig sind mit der Studienleistung. Zwei, wenn Sie so mittendrin sind. Und drei, wenn Sie noch gar nicht angefangen haben. Und vielleicht die Leute, die jetzt nichts mit dem Kurs zu tun haben, die schreiben am besten mal gar nichts rein. Sonst hilft mir das nämlich so wenig. Okay, also. Schaut so aus, als ob die meisten schon angefangen haben, einige auch schon komplett fertig sind. Also ganz, ganz wichtig nochmal der Hinweis: ähm, Schauen Sie mal, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dass Sie uns die am besten jetzt heute noch oder vielleicht morgen irgendwann schicken, sodass wir ja auch genügend Zeit haben, um Ihnen da entsprechend noch helfen zu können. Okay, ähm, so viel zur Studienleistung und zum Organisatorischen. Dann widmen wir uns jetzt mal dem, was wir heute vorhaben. Ich möchte mit Ihnen zusammen. Eine kleine Graphics-App, Anwendung, Programmieren. Und ich zeige Ihnen das am besten mal, was ich vorhabe. Wir wechseln zum Whiteboard. Ähm, hier sehen Sie jetzt mal ein kleines Video von dem, was wir heute vorhaben. Zwei kleine Kreise. Ähm, Fragen stellen Sie am besten, wenn es die Studienleistung betrifft, per E-Mail. Also Sie können uns auch gerne per Direktnachricht im Discord anschreiben. Ähm, also Jürgen mich, irgendjemand von den Tutoren und Tutorinnen. Ähm, oder sie schreiben uns einfach direkt eine E-Mail an die Sammel-E-Mail-Adresse. Das sind so die Möglichkeiten, die sie haben. Aber Hauptsache, sie fragen irgendwie was. Okay, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, ähm, das hier zu programmieren, was Sie da sehen so eine kleine Animation von zwei Kreisen, die bewegen sich um den Mittelpunkt herum um so eine Kreisbahn. Das heißt, wir werden heute ein bisschen Schulgeometrie äh, auspacken müssen, um da Kreisbewegungen zu berechnen. Und dieser eine Kreis, der verändert immer seine Farbe, je nachdem, in welchem der Kreissegment er ist. Ich probiere jetzt mal aus, ob das hier funktioniert, dass ich ähm, da mal direkt drüber male. Ja, das funktioniert, glaube ich. Wir sehen, <laughs> Video nochmal neu starten. Wenn dieser äh, gelbe Kreis, blaue Kreis, rote oder grüne Kreis jeweils eins dieser anderen Segmente betritt, dann ändert er seine Farbe. Und der andere Kreis, äh, der behält seine Farbe bei, ist immer ein bisschen größer und verfolgt diesen anderen Ka äh, Kreis auf dieser Bahn um den Mittelpunkt. Das versuchen wir zu implementieren. Ähm, was brauchen wir dafür? Wir müssen uns gleich nochmal anschauen, wie wir so ein einzelnen Kreis in der Graphics-App ähm, zeichnen können. Wir müssen uns anschauen, wie wir diesen Kreis irgendwie bewegen können. Und dazu erinnern Sie sich daran, dass wir ja mit dieser Draw-Methode, mit diesem Draw-Loop, eigentlich ganz, ganz viele kleine Einzelne Zeichnungen immer wieder machen. Und wenn wir auf diesen Zeichnungen die Positionen der Objekte, die wir verändern, mit jedem Frame, den wir da zeichnen, leicht verändern, dann kriegen sie wie in so einem Trickfilm oder einem Animationsfilm am Ende sowas wie hier diese äh, Bewegung raus. Heißt für uns, was wir äh, dann gleich versuchen werden, ist, diesen Kreis auf so einer gedachten Kreisbahn, die um den Mittelpunkt herum führt, immer in seiner Position in jedem Frame ein bisschen anzupassen. Das müssen wir ähm, rausfinden, wie das funktioniert oder uns erinnern, wie das funktioniert. Und dann brauchen wir, mh, da jetzt vielleicht erstmal nur ein kleiner Hinweis, ähm, dass das gleich kommen wird, äh, ein bisschen Mathematik. Ähm, erinnert sich noch jemand, was wir brauchen, wenn wir ähm, so Kreisbewegungen berechnen möchten? Also ich habe hier diesen gedachten Kreis, dann habe ich tatsächlich einen Mittelpunkt. Und dann möchte ich hier an dieser Stelle. Ähm, die, ähm, die Position ähm, neu setzen. Pi, Pi, naja, Pi, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Ähm, Sinus und Cosinus, erinnern Sie sich noch? Wir bestimmen so einen Winkel und dann können wir mit dem Winkel, den rechnen wir dann ins Bogenmaß um. Ähm, wenn Sie sich erinnern, dann können wir einmal für die x-Achse. Mit Cosinus und für die y-Achse mit Sinus ähm, die Position bestimmen und dann versetzen wir das alles noch ein bisschen um den Mittelpunkt herum und dann kriegen wir da so eine wunderbare Kreisbewegung hin. Also machen Sie sich schon mal auf ein bisschen was gefasst, was Sie vielleicht aus der äh, Schule noch mal ein bisschen wiederholen müssen, aber das kriegen wir alles hin. Und erstmal kümmern wir uns um diese Basics und äh, schauen uns an, dass wir diesen Kreis überhaupt erstmal sehen und bewegen können. Wenn Sie mitmachen möchten, ich schau Sie auch noch mal ganz kurz an. Wenn Sie mitmachen möchten, dann äh, finden Sie auch wieder ein Starterpaket ähm, mit einem kleinen IntelliJ-Projekt, das Sie auf Ihrem Rechner öffnen können im Grips-Kurs. Und den Link dazu habe ich gerade eben auch schon in den Chat gepostet. Ähm, wenn irgendjemand so nett ist, dann gerne einfach noch mal kopieren diesen Link, runterladen auf Ihren Rechner und dann das Projekt öffnen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sollte das so oder so ähnlich ausschauen ähm, bei Ihnen. Ich habe dieses Projekt heruntergeladen, ich habe die ZIP-Datei entpackt und habe dann den Ordner, der da drin ist, äh, in IntelliJ geöffnet. Und da ist mein Projekt äh, drin mit einer Klasse, Moving Circles App heißt die. Und da steht im Moment noch nicht so viel drin. Aber was wir erkennen, ist einmal diese Initialize-Methode. Die jede Graphics App hat. Das ist die Methode, die am Anfang einmal aufgerufen wird. Und die Draw-Methode, die dann im Laufe der Zeit immer und immer wieder aufgerufen wird, solange wie unser Programm aktiv ist. Das ist diese Methode, die in diesem Abstand von ähm, 16 Millisekunden im besten Fall äh, aufgerufen wird und mit der wir dann diese einzelnen Frames unserer Animation zeichnen. Ich habe. Ähm, ein paar Sachen vorgegeben, die wir gleich nutzen werden. Gehen wir das mal ganz kurz durch. Also das hier, die beiden Methoden, die jede Graphics-App hat. Diese Main-Methode, wenn Sie sich erinnern, der Startpunkt für jedes Java-Programm. Durch das, was hier als Code steht, wird diese Methode und im Anschluss dann ganz häufig die Draw-Methode aufgerufen. Dann habe ich hier oben... Ähm, ihnen diese etwas schöneren Farben mitgebracht. Ähm, Sie erinnern sich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. In der Graphics-App ähm, gibt es viele bunte Farben, auf die man direkt zugreifen kann. Ähm, Sie erinnern sich, es gibt diese Colors. Ähm, hier das mal ganz kurz. Diese Colors-Klasse. Ähm, wir wissen noch nicht, dass es eine Klasse ist, aber ich verrate es Ihnen, dass es eine Klasse ist. Die ist mit dieser Graphics-Umgebung mitgeliefert und da können wir dann auf solche Sachen wie zum Beispiel Red, Green, <laughs> was auch immer zugreifen. Alternativ dazu können wir selber Farben erstellen, indem wir rgb Farbwerte angeben und das habe ich hier gemacht und Ihnen fünf Farben in diesen Konstanten mitgegeben, die von, aus meiner Sicht ein bisschen hübscher sind. Als die Farben, die bei der Graphics App dabei sind. Also fünf Farben, die wir, wenn wir möchten, verwenden können in dieser Graphics App. Dann ähm, habe ich zwei weitere Konstanten angelegt, mit denen definiere ich später, wie groß meine Zeichenfläche sein soll, damit ich von jeder Stelle von meiner App ähm, immer direkt darauf zugreifen kann, auf diese x- und diese y-Werte. Also die Breite und die Höhe, nicht die x und die y-Werte ähm, der Zeichenfläche, wenn ich das zum Beispiel brauche, um den Mittelpunkt zu bestimmen oder irgendwelche anderen äh, Berechnungen durchzuführen. Und dann ähm, gehe ich in die Initialize-Methode rein. Was passiert da? Da steht auch schon ein bisschen Code. Da setze ich die Fenstergröße mit diesen Werten aus der Konstante. Haben wir heute in der Vorlesung ja ähm, besprochen, dass wenn ich dann so einen so eine Anweisung jetzt in diesem Fall sogar, weil das endet ja mit einem Strichpunkt ab, dann werden die Ausdrücke dieser Anweisung ausgewertet und das hier, was Sie hier sehen, ähm, dieser Name der Konstante, das ist in Java auch schon ein Ausdruck, weil wenn meine Laufzeitumgebung an dieser Zeile ankommt, dann wird dieser Teil von dieser Zeile ersetzt durch den Wert, der hier drin steht. Das heißt, hier wird 500 eingesetzt, hier wird auch 500 eingesetzt, dann wird die Methode aufgerufen, die hier set canvas size heißt mit diesen Werten, die vorher ausgewertet worden sind. Dann passiert da im Hintergrund irgendwas und dann war es das. Also konkret wird die Fenstergröße bestimmt und dann ist diese Anweisung komplett abgearbeitet. Wenn das der Fall ist, dann wird das erste Mal die Draw-Methode aufgerufen und in der Draw-Methode wird jetzt jedes Mal eine Sache gemacht. Da wird nämlich der Hintergrund in dieser Farbe hier, diese Cremefarbe, ähm, eingezeichnet und mehr passiert in dieser Anwendung nicht. Habe ich jetzt lang und breit erklärt mit in der Hoffnung, dass Sie jetzt auch so weit sind, dass Sie sich das heruntergeladen haben und äh, geöffnet haben. Schreiben Sie mir mal in den Chat rein eins, wenn Sie auch so weit sind und wir weitermachen können. Zwei, wenn wir noch kurz warten sollten. Ich trinke in der Zeit einen Schluck. Schaut gut aus. Dann lassen Sie uns mal schauen, mit was wir es zu tun haben. Ich starte die Anwendung jetzt nochmal. Wenn Sie die noch nie gestartet haben, also wenn Sie gerade eben IntelliJ geöffnet haben, das Projekt geladen haben, denken Sie dran, Sie können entweder hier in der Main-Methode auf diesen grünen Pfeil klicken und Run auswählen. Sie können auch hier oben auf diesen grünen Pfeil klicken. Der ist immer da, wenn diese Klasse eine Main-Methode hat. Sie können im Kontextmenü. Den Run-Befehl ausführen oder wenn Sie wie ich diesen Code hier auf einem dieser drei Wege schon mal gestartet haben, einfach hier oben in der Leiste nochmal auf den grünen Pfeil klicken und dann wird die Anwendung gestartet. Dauert kurz und dann sehen Sie jetzt hier dieses Fenster. Ich hoffe, man kann im Stream auch erkennen, dass das so leicht cremefarben ist und damit legen wir jetzt los. Das Erste, was ich jetzt gerne machen möchte, ist, ich möchte mir einen ersten Kreis erstellen und ich möchte diesen Kreis ähm, zeichnen. Ich möchte jedes Mal, wenn ähm, die Draw-Methode aufgerufen wird, diesen neuen Kreis, suchen wir uns eine schöne Farbe für aus, ähm, zum Beispiel in die Mitte von in der Zeichenfläche zeichnen. Sie erinnern sich, wie man da mit... Loslegen kann, ähm, nämlich indem man sich zum Beispiel hier auf der Ebene dieser Klasse ähm, direkt nach den geschweiften Klammern. Ich mache das jetzt hier mal nach diesen Konstanten, die ich definiert habe, eine neue Variable anlegt. Ähm, die beginnt immer, es ist eins der letzten, erfasst ähm, eins der letzten Schlüsselwörter, die wir jetzt im Kurs noch nicht so hundertprozentig aufgelöst haben, aber es beginnt immer mit diesem Private. Ähm, und wenn ich jetzt eine Variable anlegen möchte, in der ich einen Kreis abspeichern kann, was kommt dann als nächstes? Das muss ich als nächstes reinschreiben. Also ich möchte mir jetzt hier an dieser Stelle, Zeile 24, eine Variable anlegen, in der später ein Kreis äh, eingefügt werden kann. Circle, das ist doch ein guter Vorschlag. Also, Circle, die, die Variable soll Werte vom Datentyp Circle. Datentyp in dem Fall der Name der Klasse, ähm, von der wir Objekte erstellen und in dieser Variable abspeichern wollen. Äh, genau dieser Datentyp, den müssen wir hier angeben. Dann brauchen wir noch einen Namen. Ähm, wir könnten das jetzt einfach machen. Circle erstmal ähm, den nennen. Ich würde aber gerne... Ähm, schon mal ein bisschen was an, an Wording einführen. Also ich würde gerne ein paar ähm, Begriffe in dieser Animation verwenden jetzt in, in Zukunft. Und das können wir uns zunutze machen, weil dann können wir gleich einen besseren Variablennamen auswählen. Ähm, ich würde gerne, wenn Sie mal ganz kurz auf das Board nochmal schauen, ich würde gerne ähm, diesen Kreis hier der immer so vorne wegläuft, äh, den würde ich gerne als irgendwie fliehenden Kreis, Fleeing Circle oder sowas nennen, äh, bezeichnen. Und diesen hier, äh, den würde ich gerne ähm, Hunting Circle oder sowas nennen. Also irgendwie ausdrücken in den Namen, dass der eine den anderen verfolgt. Einfach nur damit ich die im Code ein bisschen besser unterscheiden kann und die nicht Circle 1 und Circle 2 heißen. Also das nur so als kleiner Hinweis. Ähm, dass wir vielleicht den Sachen gleich am Anfang einen Namen geben, ähm, damit das äh, gut funktioniert. Deshalb nenne ich den jetzt hier mal ganz bewusst nicht Circle, sondern wir fangen vielleicht mal mit diesem Fleeing Circle an. Fleeing Circle, merken Sie sich einfach, das ist der erste ähm, Kreis, der vorwegläuft auf dieser Kreisbahn. Damit ich das nicht vergesse, schreibe ich mir gleich einen Kommentar dazu. Ähm, Variable für den ersten. Die Kreis. Also ich kann mir das jetzt ähm, mit diesem Kommentar ganz gut merken. Ähm, ich hoffe Sie auch. Und das ist jetzt unsere erste Variable. Da kommt unser erster Kreis rein. Den Kreis, mh, den erstelle ich mir nur einmal. Also ich starte mein Programm. Dann wird die initialize-Methode aufgerufen. Und hier möchte ich gleich diesen Kreis erstellen. Und danach möchte ich äh, nur dessen Position verändern und niemals diesen Kreis an sich nochmal neu erzeugen. Also das Kreisobjekt wird einmal erstellt und äh, dann passen wir, wenn wir die Position oder die Farbe ändern, nur die Eigenschaften von diesem Kreis an. Wie machen wir das jetzt? Wir schreiben uns eine Anweisung. Die Anweisung soll... Am Ende dafür sorgen, dass ein neuer Kreis erstellt wird und äh, dieser Kreis in der Variable Fliegen Circle gespeichert wird. Wir müssen jetzt dann beim Programmieren äh, auf in dieser Reihenfolge denken: Erst Kreis erstellen, dann in die Variable speichern. Wenn ich es jetzt aber aufschreibe, dann fange ich damit an, dass ich. Zuerst den Variablenamen hinschreibe, fliegen Circle, das Gleichheitszeichen, ein Gleichheitszeichen nur für die Zuweisung und auf die rechte Seite kommt jetzt der Ausdruck bzw. die Anweisung, mit der ein neuer Kreis erstellt wird. Denken Sie dran, äh, spätestens ab dieser Woche haben wir äh, an anderen Stellen nochmal dieses doppelte Gleichheitszeichen, was wir benutzen, wenn wir zwei Werte miteinander vergleichen wollen. Ein Gleichheitszeichen Zuweisung, zwei Gleichheitszeichen Vergleich von zwei Werten. Wie erstellen wir uns einen neuen Kreis? Erinnern Sie sich noch? Schreiben Sie mal schnell was in den Chat rein, wenn Ihnen irgendwas einfällt. Wie ist nochmal dieser Befehl? Genau, New Circle. Ähm, wir haben das Wort dafür noch nicht gehört. Ähm, kommt, glaube ich, in der übernächsten Woche oder so. Ähm, was wir hier aufrufen, ist eine Methode, die einen neuen Kreis erstellt. Und das ist eine besondere Methode, die nennt man dann Konstruktor. Die Methoden, die aus einer Klasse heraus ein konkretes Objekt erstellen, die nennt man Konstruktoren, funktionieren aber genauso wie alle anderen Methoden. Dieses new-Schlüsselwort brauchen wir im Fall von den Konstruktoren nochmal ganz speziell. Das wird vor andere Methoden nicht auch vorgeschrieben. Aber in sich ist das eine Methode, die hat einen Rückgabewert, nämlich das neue Objekt. Und das wird dann in diese Variable-Fliegen-Circle gespeichert. Das ist eine Methode mit Parametern. Die müssen wir hier angeben. Und zwar müssen wir sagen, wo dieser Kreis ähm, erscheinen soll. Da wir uns um die Positionierung von dem Kreis auf der Kreisbahn äh, eh später kümmern müssen, nochmal in einer separaten Methode können wir hier eigentlich reinschreiben, was wir wollen. Also das, das ist jetzt völlig egal. Das ist jetzt erstmal nur, damit wir irgendwie was sehen. Ähm, und deshalb positioniere ich den einfach mal oben links in die Ecke. An die x-Position 0, an die äh, y-Position ähm, auch 0. Also ganz oben links in die Ecke. Das ist ja der Ursprung von unserem Koordinatensystem. Was wir hier definieren mit den ersten beiden Parametern ist der Mittelpunkt von dem Kreis. Das heißt, dass nicht die linke obere Ecke oder sowas äh, an dieser Position positioniert wird, sondern der Mittelpunkt von diesem neuen Kreis ist in unserem Koordinatensystem ganz links oben. Dann ähm, Definiere ich einen Radius für diesen Kreis. Ähm, kann ich zum Beispiel sowas machen, 15 Pixel äh, soll der vielleicht breit sein. Und ich definiere eine Farbe. Ähm, die Farbe nehme ich mir hier aus den vorbereiteten Konstanten. Können Sie sich jetzt gerne mal aussuchen, ähm, mit welcher Farbe sollen wir starten. Schreiben Sie mal in den Chat rein, was Sie am liebsten haben von den vier Farben. Rot, gelb, grün, blau. Was soll ich nehmen? Grün. 1 zu 1. Kommt noch eine entscheidende Wortmeldung. Sonst nehme ich das erste. Sonst äußert sich keiner. Dann nehmen wir <laughs> immer noch 50-50. Nehmen wir einfach mal äh, das erste, was gesagt worden ist. Wir ändern die Farbe ja später noch. Jetzt habe ich meinen neuen Kreis. Ähm, und den Kreis an der Position ähm, kann ich jetzt auch zeichnen direkt, indem ich immer wenn die Draw-Methode aufgerufen wird, nachdem der Hintergrund neu gezeichnet wird und damit die gesamte Zeichenfläche ähm, neu eingezeichnet wird, mir meine Variable schlappe, in die ich diesen Kreis gespeichert habe, mit dem Punktoperator auf diesen Kreis selber zugreife und den einfach mal zeichne ruft diesen Draw-Befehl auf, wenn Sie ein grafisches Objekt haben ähm, innerhalb dieser Graphics-App, dann wird mit dem Draw-Befehl immer dafür gesorgt, ähm, das, also jetzt kommt die Frage, ob man irgendwie Processing benutzen sollte, am Ende ist das, was wir hier nutzen, nichts anderes als Processing, das ist auch kein normales Java, das ist einfach eine Alternative zu, äh, zu Processing. Nachteil von Processing ist, ist, dass das nicht äh, objektorientiert ist und äh, im Titel vom Kurs objektorientierte Programmierung steht. Also das ist der Grund, warum wir nicht komplett auf Processing setzen. <laughs> um. Fliegen Circle um, ist unsere Variable. Da haben wir den Kreis abgelegt. Jedes Mal, wenn die Draw-Methode aufgerufen wird, dann äh, wird dieser Kreis gezeichnet. Wenn wir das jetzt aufrufen, dann sehen wir wahrscheinlich, dass oben links in der Ecke, so ein kleines bisschen sehen Sie hier, dieser Kreis gezeichnet wird. Den sieht man nicht komplett. Warum? Habe ich gerade gesagt. Nur den Mittelpunkt, oder wir setzen den Mittelpunkt mit der x und y Koordinate. Der Mittelpunkt sitzt genau hier oben auf dieser Ecke vom Koordinatensystem. Der Rest des Kreises, der jetzt hier außen existiert oder auch nicht existiert, liegt nicht auf der Zeichenfläche, deshalb wird er auch nicht gezeichnet. Okay, ähm, lassen Sie uns eine Sache gleich ähm, direkt nochmal verbessern. Ich habe hier drei Parameter von den vier ähm, einfach als Werte reingeschrieben. 0, 0, 15 und äh, dieses Green verweist schon auf eine Konstante, auf die Farbe. Ähm, das 0 und 0 für die x- und die y-Position, das ist mir völlig egal. Also, da kann, können Sie reinschreiben, was Sie wollen, weil ich ja weiß, dass ich die Position, auch die initiale Position fürs erste Mal zeichnen, von diesem Kreis eh später nochmal neu setze. Also, das ist völlig egal, bevor der Kreis, wenn unser Programm fertig ist, das erste Mal gezeichnet wird, werden wir diese Position schon einmal geändert haben. Die zweite oder der, der dritte Parameter, der ist ein bisschen. Anders, weil das ist nämlich ein Wert, der wird sich nicht mehr ändern. Also der Radius ähm, von diesem Kreis, der ändert sich nicht und da würde ich gerne ähm, hier an dieser Stelle, ähm, anstatt diesen Wert als Literal, also so wie er ist im Code ähm, einzuschreiben, gerne direkt nochmal eine Konstante formulieren. Damit, wenn ich jetzt hier diesen diese einzelne Zeile lese ich vielleicht ein bisschen besser sehen kann, was ich hier tatsächlich mit meine. Also diesen Radius, ähm, der tatsächlich sich auch nicht mehr verändert von diesem ersten Kreis, den speichere ich mir auch in einer Konstanten. Ähm, vielleicht mache ich das auch vor allem deshalb, damit ich Ihnen noch mal zeigen kann, wie man so eine Konstante anlegt. Private static final. Dieses final vor allem zusammen mit dem static macht aus einer normalen Variable die ähm, existieren würde, wenn wir dies, diese beiden Schlüsselwörter weglassen würden. Eine Konstante, also einen unveränderbaren Wert, der auch außerhalb von einem Objekt direkt oder der überall in dieser Klasse, das ist die Erklärung, die wir bis jetzt nachvollziehen können, zugänglich ist. Egal was ähm, kommt, die können wir immer darauf zugreifen. Es kann ein Integer Wert sein, weil wir jetzt erstmal damit mit ganzzahligen ähm, Werten arbeiten. Und äh, da suchen wir uns jetzt irgendwie einen Namen vielleicht für aus. Circle, Radius. Und ich setze den jetzt einfach auf 15. Ähm, dann habe ich den gleichen Wert wie hier. Und was ich jetzt mache ist, ich schreibe hier keine spezifische Zahl mehr rein, sondern ich greife auf meine Konstante zu. Dann wird hier, wenn der Ausdruck ausgewertet wird, also wenn dieser, dieses Kreisobjekt... Ähm, erstellt wird, wird an dieser Stelle äh, 15 erstellt. Also eine Final-Variable ist nicht veränderbar. Ganz, ganz sicher nicht. Sie können nur eine Final-Variable, ähm, wenn sie nicht static ist im Konstruktor, anstatt an dieser Stelle initialisieren. Vorher ist halt nichts drin. Das ähm, ist halt, glaube ich, so ein bisschen eine Definitionssache, wie sie Veränderbarkeit... Ähm, Definieren. Der Unterschied ist, dass Sie ähm, den initialen Wert entweder hier oder wie wir das später im Laufe des Kurses lernen werden, im Konstruktor setzen können. Aber sobald da einmal einen Wert drin ist, ist äh, dieser Wert nicht mehr veränderbar. Das ist die Definition von einer Konstanten. Ähm, die Frage mit, dem, mit der negativen Position hat Yannick gerade schon ähm, definiert. Er hat gerade äh, Janik schon beantwortet. Sie können da reinschreiben, was Sie wollen. Also, wir könnt es ja mal ausprobieren. Minus 50, minus 50. Ähm, dann wird der Kreis nicht angezeigt. Also, sehen, hier, hier müsste der irgendwo sein. Äh, wird nicht angezeigt. Also, Sie können mit negativen Werten arbeiten. Ähm, das eignet sich natürlich äh, super dafür, wenn man äh, zum Beispiel so Animationen erstellen möchte, bei denen die Objekte dann Stück für Stück in den Bildschirm hineinbewegen, äh, sich hineinbewegen. Also, wenn Sie zum Beispiel diesen Kreis vielleicht irgendwie auf der Y, äh, auf der x-Achse ein bisschen weiter nach links verschieben, als äh, die Zeichenfläche eigentlich ist und dann stückchenweise wieder zurückschieben. Also negative Werte ja und äh, negative Werte brauchen wir, wenn wir bestimmte Dinge animieren möchten, auch auf jeden Fall. Okay, ähm, ich habe das jetzt mal wieder zurückgesetzt, 0-0. Und starte das Ganze noch jetzt haben wir hier unseren wunderbaren Kreis. Und jetzt würde ich diesen Kreis gerne nur mal testweise wieder ein bisschen bewegen. Ähm, noch nicht auf dieser Kreisbahn, das kommt gleich. Ähm, erstmal vielleicht einfach hier unten rechts in diese Ecke, damit wir dieses Prinzip von dem Draw-Loop uns noch mal verinnerlichen. Was mache ich? Ich muss eigentlich, und wir machen das jetzt mal ähm, direkt, ohne äh, das weiter in Methoden aufzuteilen und kümmern uns dann später um eine äh, schönere Anordnung von unserem Quellcode. Ich mache das jetzt mal direkt. Ich nehme mir diese Variable und greife damit ja auf den Kreis in der Variable zu, den wir in Initialize ähm, erstellt haben. Und ich verändere dessen Position mit der Move-Methode. Mit der Move-Methode mache ich nichts anderes als eine Addition. Ich, äh, der Kreis selber, ich gebe nur den Befehl, ähm, nimmt sich die x- und die y-Position, die der Kreis aktuell hat, und addiert auf diese Positionen die Werte drauf, die ich als Parameter an diese Methode übergebe. Wenn ich zum Beispiel Move-Methode mit den Parametern 1 und 1 aufrufe, dann wird die x- und die Y-Position, die dieser Kreis hat zu diesem Zeitpunkt, um 1 und um 1 erhöht. Das heißt, wenn der aktuell auf der Position 0, 0 ist, ist er danach auf der Position 1, 1. Er bewegt sich also immer um, ein, ähm, um eine Stelle auf der x und eine Stelle auf der Y-Achse durch das Koordinatensystem. Ähm, es ist nicht egal, ähm, in welcher Reihenfolge Sie das machen, weil diese Draw-Methode den Kreis in dessen aktuellem Zustand zeichnet. Also wenn Sie, es ist faktisch jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich egal, weil Sie ja nicht mitkriegen werden oder nicht erkennen werden, rein optisch, ähm, ob jetzt dieser Draw-Befehl sich auf die Änderungen in der vorherigen, in dem vorherigen Aufruf der Draw-Methode oder im nächsten besteht. Aber wenn Sie jetzt nur diese beiden Zeilen anschauen ähm, und mal vergessen, dass da drumherum diese Draw-Methode regelmäßig aufgerufen wird, spielt das schon eine Rolle. Weil diese Draw-Methode sich immer auf das bezieht, wie der Kreis zu dem Zeitpunkt des Aufrufs ist. Wenn ich die Veränderung erst danach mache, dann würde der Kreis an der Position 00 gezeichnet werden und dann würde er bewegt werden. Im nächsten Aufruf würde dann dann an der Position 11 äh, gezeichnet werden und dann nochmal bewegt werden. Also faktisch ja ähm, spielt eine Rolle. In dem konkreten Beispiel werden wir es nicht sehen. Wir sollten aber trotzdem vielleicht diese, ähm, diese Reihenfolge immer beibehalten. Also können wir schauen uns jetzt mal an, wie das ausschaut und dann sage ich dann noch ein Wort zu. Ähm, denn jetzt der Kreis bewegt sich. Wenn wir jetzt mit komplexeren animationen im lauf des semesters zu tun haben dann ist eine gute regel die sie beim programmieren von diesen animationen später auch von den spielen ähm, vielleicht haben immer die zuerst ihre welt unsere welt besteht jetzt in unserem fall äh, traurigerweise nur aus so einem kleinen grünen Kreis. Aber diese Welt zuerst zu aktualisieren, also sich erst die Objekte anzuschauen, wo sind die gerade, ähm, wie muss sich die verändern, vielleicht haben wir später nicht nur einen Kreis, sondern mehrere Kreise. Und wenn Sie die dann alle aktualisiert haben, dann die zu zeichnen. Warum? Ähm, weil Sie möglicherweise durch diese Veränderung, die Sie an einem, an zwei, an dreien Objekten durchführen, Situationen, ähm, generieren, die wieder andere Objekte beeinflussen und erst wenn sie mit allem fertig sind, also wenn sie den Zustand ihrer Anwendung vollständig aktualisiert haben, dann zeichnen sie das Ergebnis quasi. Vielleicht sind ja manche Sachen schon weggefallen, äh, manche Objekte, sie spielen äh, sie erstellen später ein Computerspiel und dadurch dass sie vielleicht ein Objekt auf ein anderes zubewegen, kollidieren die und dann verschwindet eins, dann zeichnen sie das Objekt, was ähm, was verschwindet, vielleicht einfach gar nicht mehr, weil sie vorher alle Objekte aktualisiert haben und dann den neuen Frame, der aus diesem Zustand erwächst, zeichnen. Das ist jetzt sehr, sehr viel äh, gewesen. Ich hätte auch einfach sagen können, macht nichts. Ähm, alles, was in der Draw-Methode steht, wird immer und immer wiederholt. Also, können es ja mal nachvollziehen. Draw, der Hintergrund wird neu gezeichnet, der die Position von dem... Kreis hier wird neu gesetzt und dann wird der Kreis auch gezeichnet. Er startet hier oben und dann bewegt er sich hier langsam durch. Das sind 500 mal 500 Pixel. Das heißt, ähm, der Kreis braucht insgesamt 500 Aufrufe der Draw-Methode, weil wir uns ja immer um einen Pixel bewegen. Äh, nicht 500, sondern helfen Sie mir mal. 500 mal 500 a Quadrat plus b ist c2. Wenn Sie hier mal ausrechnen, wie weit diese Distanz in Pixeln ist von der oberen Ecke zur unteren Ecke, das ist die Anzahl der ähm, Draw-Aufrufe, auch nicht so ganz, glaube ich. Wahrscheinlich sind es 500, sorry, habe ich jetzt Quatsch erzählt. Also es sind 500 Aufrufe, weil wir ja die x und die y-Achsen ähm, immer verändern, sind 500 Aufrufe, um hier hinzukommen. 500 Mal wird die Draw-Methode aufgerufen und dann ist der Kreis von dieser Stelle an diese Stelle gewandert. Okay, ist das, so wie, äh, ist das soweit halbwegs klar mit der Reihenfolge und mit den Aufrufen dieser Draw-Methode? Gerne sagen, wenn es irgendwie zu konfus ist, die Erklärung. Okay. Ähm, da machen wir mal weiter und ich würde jetzt gerne eine Sache machen. Ich würde das hier, dieses Aktualisieren der Position und das Zeichnen von dem Kreis schon mal in eine Methode auslagern. Warum? Weil zwei Sachen passieren werden. Wenn wir uns gleich um Kreisbewegungen und sowas kümmern, dann wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Ähm, also, das wird nicht mehr auf so einem einfachen 1,1 -1, äh, hinauslaufen, sondern wir müssen tatsächlich ein bisschen rechnen. Das heißt, die Positionsveränderung wird komplexer. Und ähm, wahrscheinlich muss ich das in jedem Draw-Aufruf insgesamt zweimal machen. Also, wenn Sie sich mal zurückerinnern, was unser eigentliches Problem ist, warum muss ich das hier, ein Kreis wird in seiner Position verändert und ein Kreis wird gezeichnet, am Ende von meinem Programm wahrscheinlich zweimal pro Draw-Aufruf machen? Dem eine Idee. Es ist jetzt, hat jetzt nicht irgendwie was mit komplexem Programmieren oder irgendwie Java oder sowas zu tun, sondern äh, einfach nur eine Erinnerung an, an das Ziel, was wir eigentlich haben. Wenn Sie sich an diese Animation erinnern, äh, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wo wir hin hinwollen, ähm, warum werden wir sowas in dieser Art hier wahrscheinlich insgesamt zweimal pro Draw-Methode, pro Aufruf der Draw-Methode machen müssen? Irgendeine Idee. Ganz einfach, vielleicht ist es auch zu banal. Wir haben zwei Kreise. Also wir haben diesen Fleeing Circle und wir haben später diesen Hunting Circle und die bewegen sich beide auf der gleichen Kreisebene. Und das klingt schon irgendwie so nach einem ähnlichen Problem. Also die werden wahrscheinlich nicht immer in der gleichen Position sein, sonst würden die sich ja überlagern. Aber irgendwie brauchen wir wahrscheinlich ähm, oder müssen wir wahrscheinlich pro Draw-Aufruf jeden dieser Kreise bewegen. Das heißt, dass wir zweimal was sehr Identisches machen werden. Deshalb schreibe ich mir jetzt mal eine extra Methode. Da, was soll die machen? Also die ist auf jeden Fall wieder private. Die hat auch keinen Rückgabewert. Also die macht, gibt kein Ergebnis zurück. Die macht zwar was in unserer Welt, ähm, aber die ähm, erzeugt kein direktes Ergebnis, was wir als Rückgabewert herausgeben. Was soll die Methode tun? Die soll den Kreis in seiner Position aktualisieren und dann zeichnen. Dafür braucht die dann passende Namen. Und ich würde jetzt einfach mal Update and Draw Circle machen. Wir müssen uns dann später überlegen, ob das ähm, immer noch hundertprozentig mit dem übereinstimmt, was ich Ihnen gerade bezüglich dieses erst aktualisieren und dann zeichnen übereinstimmt. Aber lassen wir das jetzt erstmal. Ich möchte der einen Parameter übergeben: einen Kreis und dieser Kreis soll neu positioniert und dann gezeichnet werden. Das heißt, dass ich in der Methode mir diesen Kreis schnappe. Ich mache jetzt mal genau das gleiche, was wir in der Draw Methode auch schon machen. Ich bewege diesen Kreis um eine Position auf der X-Achse und eine Position auf der Y-Achse und dann zeichne ich diesen Kreis. Und was ich jetzt tue ist, anstatt direkt diesen Flying Circle innerhalb der draw-Methode zu positionieren und dann zu zeichnen ist. Ich rufe diese Methode auf, die ich gerade geschrieben habe. Dann übergebe ich als Parameter die Variable, in der dieser Kreis drin steckt, und lösche das hier raus. Was passiert dann? Bei jedem draw-Aufruf wird einmal diese Methode aufgerufen. Der Kreis der in dieser Variable steht, den haben wir hier erstellt, wird als Parameter an die Methode übergeben, der steckt dann in dieser Variable hier drin und über diese Variable wird dann dieser Kreis indirekt bewegt und gezeichnet. Wenn ich das dann ausführe, ist wieder das gleiche Ergebnis, nur äh, dass ich das Ganze jetzt über eine ausgelagerte Methode gemacht habe. Ähm, ist der Zusammenhang zwischen dieser Variable, diesem Methodenaufruf und der Arbeit innerhalb dieser Methode über den Parameternamen so halbwegs klar? Also können Sie da nachvollziehen, was im Code passiert? Gerne mal schnell irgendwie in den Chat reinschreiben, ja, nein, ähm, nur damit ich weiß, ob ich das vielleicht noch mal erklären sollte oder so. dann ähm, ist das gut, dass Sie das äh, alles schon verstanden haben. Ich würde Sie, und das ist das, wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich das heute sagen werde, ähm, weil es für diese ersten Aufgaben nicht so wichtig ist, ähm, ich würde Sie bitten, dass Sie solche Methoden, die ein Objekt oder einen Wert übergeben bekommen und innerhalb dieser Methode dieses Objekt verändern. Also das ist ja das, was wir hier tun. Was machen wir hier? Wir, wir geben dieser Methode einen Kreis und dieser Kreis wird verändert. Der wird nicht nur gezeichnet, sondern dessen Position wird verändert. Das heißt, das Objekt, was wir hier als Parameter übergeben, ähm, das ist nach dem Aufruf dieser Anwendung etwas ist anders. Der ist äh, neu einge äh, ist neu positioniert. Das heißt, der verändert seinen Zustand. Ähm, warum steht das Fliegen-Circle nochmal? Das hier ist der Variablenname. Also wir haben eine Variabel angelegt, in die können wir Kreise abspeichern. Wir können, äh, oder wir haben in dieser Variable einen äh, Kreis auch erstellt und abgespeichert. Wir übergeben diesen Kreis als Parameter an die Methode und die Methode verändert ihn dann. Und dieses Side-Effects, oder was jetzt gerade im Chat schon gesagt wird, das ist das, worauf ich hinaus möchte, oder was ich zumindest erwähnen möchte, solche Methoden versuchen wir immer und immer weniger zu schreiben. Also wir versuchen es zu vermeiden, dass eine Methode irgendwelche Inhalte von unserem Programm verändert, die außerhalb der Methode definiert sind. Wir machen das jetzt hier bewusst, weil es vielleicht jetzt in diesen ersten Wochen eher darum geht zu lernen, wie man Parameter an Methoden übergibt, wie man Methoden selber schreibt. Ähm, mit Objekten ist das sowieso ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt, ich würde das auch nicht so machen, wie es jetzt im Chat geschrieben wird. Ich würde es, würd wahrscheinlich ein neues, ähm, äh, einen neuen Kreis erzeugen, wenn ich das wirklich so machen würde. Aber wir müssen das gar nicht so lange diskutieren, weil wir nämlich ähm, in zwei Wochen mit den Möglichkeiten, eigene Klassen zu definieren, äh, dann eh nochmal eine andere Lösung im Rahmen von diesem objektorientierten Ansatz äh, bekommen. Was ich hier nur sagen möchte und was ich Sie bitte auf jeden Fall merken, ähm, das hier können wir jetzt machen, muss man aber so ein bisschen ähm, mit Vorsicht genießen. Ähm, ich habe Ihnen da in dem Lösungsvorschlag auch noch ein bisschen mehr zugeschrieben, also denken Sie da einfach nur dran. Äh, pass by copy, ja, also wir haben immer Pass by value ähm, in Java, ganz kurz, äh, um das zu beantworten. Also es wird immer ein Wert übergeben, aber der Wert kann auch eine Adresse auf ein Objekt sein. Das spielt aber gar keine Rolle. Also ich ändere hier halt einfach ein Objekt, was außerhalb definiert wird. Ähm Na, Pointer gibt es auch nicht so wirklich. Also vermeiden Sie mal den Begriff, Zeiger und sowas gibt es in Java nicht. Sind schon alles Werte, nur manche Werte sind Adressen. Ist ein bisschen kompliziert. Ähm Egal. Wir haben unsere Methode geschrieben. Ähm Ja, genau solche Sachen so, so gesehen ist dann immer ein bisschen schwierig. Also wir, wir kommen da auch im Kurs nochmal zu, ähm, bevor wir jetzt die restlichen Leute komplett verwirren. Äh, aber eigentlich ist Java immer Pass by Value. Um, ist ja die Frage, was in diesem Wert drinsteckt. Ähm, wir zeichnen, äh, wir bewegen und wir zeichnen unsere, äh, unseren Kreis. Und ähm, ich. Mach noch einen äh, kleinen Aufteilungsschritt. Ich ähm, mache nämlich noch eine extra Methode für dieses Bewegen. Das ist jetzt im Moment noch relativ überflüssig, weil wir einfach nur einen Befehl haben. Aber ich möchte später dieses Bewegen von dem Kreis, ähm, habe ich ja schon angekündigt, dass das ein bisschen komplizierter wird, ähm, auf jeden Fall noch mal eine separate Methode auslagern, weil wir da relativ viel für äh, tun müssen. Ähm, Deshalb mache ich das jetzt gleich mal. Ich erstelle eine Methode private void, die nenne ich ähm, updateCirclePosition. Der übergebe ich wieder in ein Circle-Objekt. Und da mache ich jetzt im Moment mal nichts anderes, als diesen Move-Befehl 1 zu 1 äh, zu kopieren und ersetze hier diesen Methodenaufruf durch. Die neue Methode, die ich geschrieben habe, Update Circle Position, übergebe meinen Kreis. Also Sie sehen, wenn ich als Methode einen Parameter übergeben bekomme, kann ich den ohne weiteres auch ähm, eine weitere Methode übergeben. Also ich kann den so durchreichen. Das mache ich hier. Ich kriege in der Draw-Methode den Kreis übergeben. Hier an diese Update and Draw Circle Methode. Dann rufe ich die Update Circle Position auf, der übergebe ich genau diesen gleichen Kreis, den mir auch die Draw-Methode gegeben habe. Ich setze dessen Position, dann geht es zurück in die ähm, Update-Circle-Position, ähm, äh, in die Update-and-Draw-Circle-Methode. Das hier ist abgeschlossen, dann wird der Kreis gezeichnet. Sie werden sehen, der Code hat nichts daran geändert, was passiert, wenn ich das Ganze ausführe. Kreis bewegt sich weiter in diese Richtung. Ich habe jetzt aber eine schöne Infrastruktur, um ähm, mir die diese Bewegung oder diese Neupositionierung des Kreises ähm, auf dieser gedachten Kreisbahn ein bisschen leichter zu machen, beziehungsweise das schön jetzt in diese beiden Methoden zu implementieren. Und damit das jetzt funktioniert, ähm, schauen wir mal ganz kurz upsala, in ähm, unser Whiteboard wieder rein. Äh, ich mache mal ein bisschen Platz und jetzt besprechen wir noch mal ganz kurz wie wir das ähm, hinbekommen dass wir diesen kreis jetzt nicht mehr einfach nur in eine richtung oder so bewegen sondern dass wir das hinkriegen dass der kreis sich auf dieser kreisbahn um den mittelpunkt unserer zeichenfläche bewegt und ich habe schon angekündigt, dass wir äh, dafür mit Sinus und Cosinus rechnen werden. Ähm, das ist gar nicht so wild, also müssen sich keine Sorgen machen. Das ist eine Funktion, die in Java eingebaut ist. Wenn wir der einen Wert übergeben, ähm, dann kriegen wir auch den entsprechenden äh, Sinus oder den Cosinus zurück. Ähm, Sie erinnern sich, das ist ja in Mathe auch nichts anderes als eine Funktion. Also Sinusfunktion, Cosinusfunktion. Und was ich jetzt machen werde ist, oder was ich vorhabe ist, ich interpretiere diese Position hier, die der Kreis hat auf dieser Kreisbahn, und das kann irgendeine Position auf dieser Kreisbahn sein, als einen Wert in Grad. Also ich schaue mir den Mittelpunkt an und ich schaue mir den Winkel an, den dieser Kreis von... Dem Mittelpunkt ausgesehen hat. Also, das hier ist der Winkel, der mich interessiert. Der ist an dieser Position 0. Das ist jetzt einfach die, könnten die auch irgendwo anders positionieren, aber das ist genau die Positionierung, mit der das gleich ganz gut klappt. Und wenn ich hier runter gehe und der Kreis hier ist, dann ist dieser Winkel 90 Grad. Und wenn er hier ist, haben wir 180. Hier haben wir 270 und hier kurz davor hätten wir sowas wie 359 oder 360 ist das gleiche wie 0 in dem Fall. Also wir drücken die Position von unserem Kreis um diesen Mittelpunkt durch einen Gradwert an. Und was ich versuchen werde, ist mit diesem Wert in Grad die x- und die y-Position zu bestimmen. Das kriege ich mit Sinus und Cosinus raus, keine Sorge. Muss dann in dieses äh, gefürchtete ähm, in dieses gefürchtete Bogenmaß umrechnen, aber auch das nimmt Java mir ab. Aber das klappt, was ich jetzt machen muss. Ist ich muss diesen Wert, diesen Gradwert im Laufe der Zeit anpassen. Wenn ich den Kreis das erste Mal zeichne, möchte ich den an diese Position zeichnen. Das heißt, der Winkel vom Mittelpunkt soll 0 sein. Im nächsten Frame. Beim nächsten Aufruf von der Draw-Methode möchte ich den ein Stückchen weiter hier hin zeichnen. Vielleicht zum Beispiel so ein Grad. Und im zweiten ähm, Aufruf, im dritten Aufruf von der Draw-Methode möchte ich den wieder ein Stückchen weiter äh, nach, unten verschicken, äh, nach unten verschieben. Vielleicht zwei Grad. Das heißt, ich möchte mir irgendwo in meinem Programm die Position, die... Ähm, dieser Kreis in dem Moment hat, in dem er gezeichnet wird, speichern. Und ich möchte diese Position in einer als Grad-Angabe mit jedem Aufruf der Draw-Methode um 1 erhöhen. Also aktuelle Position des Kreises in Grad irgendwo abspeichern. Ähm, dann jedes Mal, wenn ähm, die Draw-Methode aufgerufen ist, diesen Wert um 1 erhöhen. Damit wir bei jedem Aufruf der Draw-Methode eine neue Position auf dieser Kreisbahn berechnen können. Wie machen wir das? Ähm, es ist gar nicht so kompliziert, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen, wenn wir das schön Stück für Stück machen. Das erste, was ich ähm, irgendwo in meinem Programm festlege, möglichst an einer zentralen Stelle, ist diese Position der Kreise zu einem bestimmten Zeitpunkt in Form von einer Gradangabe. Und das mache ich in einer Variable. Ich erstelle mir auf der Ebene meines Programms, auf der Klassenebene, eine neue Variable. Ich glaube, dass Double kein schlechter Wert ist, weil das dann später mit den mathematischen Operationen, die wir ausführen müssen, maximal kompatibel ist. Ich gebe dieser Variable einen guten Namen. Current, Circle, Position. In Degree. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu lang ist, aber das ist genau das, was ich ausdrücken möchte. Das ist die aktuelle Position meiner Kreise oder meines Kreises. Ich habe ja jetzt im Moment erst einen, auf dieser Kreisbahn um den Mittelpunkt herum in Grad. 0 heißt für mich, ähm, dass das ganz links. Äh, 90-Grad-Winkel vom äh, oder in einem 0-Grad-Winkel vom äh, Mittelpunkt aus äh, auf der Kreisbahn dann äh, entsprechend die Position abbildet. Also Current Circle Position in Degree 0. Ich möchte den Kreis an genau dieser Position einzeichnen. Dann möchte ich mit diesem äh, Wert was machen? Ich möchte jedes Mal, wenn ich die Draw-Methode aufrufe, diesen Wert anpassen. Ich möchte ihn immer um 1 erhöhen. Warum möchte ich das machen? Weil ich diese Kreise ja immer an einer anderen Position einzeichnen möchte. Ich brauche immer hier diesen Gradwert, der sich langsam im Kreis immer und immer erhöhen möchte. Wie kriege ich das hin, dass sich diese Variable mit jedem Aufruf der Draw-Methode um genau 1 erhöht? Irgendein Vorschlag. Also, glauben Sie mir einfach mal, dass wir... In dieser Variable diesen Wert brauchen, um die Position äh, von unserem Kreis auf der Kreisebene, auf dieser Kreisbahn zu bestimmen. Genau, plus 1, plus gleich 1 oder plus plus sogar, wenn wir diesen Inkrement haben. Das heißt, wenn ich hier in der Draw-Methode currentCirclePosition in Degree um 1 erhöhen möchte, plus gleich 1, kann ich das so machen? Ähm, jetzt kommt gleich im Chat das nächste. Wenn ich dieses, also das hier ist ja schon eine Kurzschreibweise. Haben Sie sich hoffentlich alle gemerkt. Das ist eine Kurzschreibweise für diesen Ausdruck. Current Circle oder diese Anweisung. Current Circle Position plus 1. Ah, current Circle Position in Degree. Jetzt bereue ich schon, dass ich so einen langen Namen gewählt habe. Aber das Ganze hier können wir abkürzen mit. gleich 1. Und wenn wir diesen besonderen Fall haben, dass wir die Variable um genau 1 erhöhen möchten, können wir das noch weiter abkürzen mit diesem Plus-Plus. Current Circle Position in Degree Plus-Plus heißt, dieser Wert wird mit jedem Aufruf der Draw-Methode um genau 1 erhöht. Ähm, wenn ich diesen, diese Position auf der Kreisbahn mit Grad angebe, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie so einen sinnvollen Wertebereich. Also, das, was hier drin steht, das sollte sich, auch wenn es wahrscheinlich anders auch funktioniert, immer in so einem ganz bestimmten Wertebereich abspielen. Das heißt, es gibt einen minimalen Wert, das ist 0. Und es gibt wahrscheinlich für diese Variable, wenn die die Position auf der Kreisebene ausdrückt, wahrscheinlich auch so etwas wie einen maximalen Wert. Können Sie sich vorstellen, was da wahrscheinlich der Maximale Wert ist. Also, Kreis hat ja eine bestimmte Anzahl von Grad, genau 360. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie so programmiere, dann möchte ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass durch diese Veränderung, die ich hier vornehme, ähm, dieser Wert, der da drin steht, äh, 360 nicht überschreitet. Und das können wir machen mit dem, was wir heute in der Vorlesung uns angeschaut haben. Ich glaube, jetzt äh, Tertian-Operator ähm, brauchen wir noch nicht. Ähm, das, das, das lassen wir mal für, weiß ich nicht, ein paar Wochen äh, in der Zukunft. Wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir ändern den Wert. Also ich erhöhe den immer, zähle hoch, zähle hoch, zähle hoch. Und dann frage ich, was steht denn da für einen Wert drin? Also ich nehme mir den Wert in dieser Variable und dann führe ich einen Vergleich äh, durch. Ich vergleiche diesen Wert mit einem anderen. Und zwar schaue ich mir an, ist dieser Wert größer als 300, jetzt habe ich schon wieder vergessen, also, ist dieser Wert größer als 360 und wenn das der Fall ist, dann möchte ich den zurücksetzen auf seinen initialen Wert. Current Circle Position in Degree ist gleich 0. Also jeder Aufruf Gradwert um 1 erhöhen, wenn dadurch der Maximalwert überschritten wird, dann setze ich den zurück. Und dann fange ich in der nächsten Draw-Methode wieder bei 0 an und zähle den immer weiter hoch. Ähm, wenn Sie sowas sehen, mh, irgendwo im Code, was ähm, wäre vielleicht naheliegend, jetzt gleich als so kleine Aufräumarbeit zu erledigen. <laughs> also ich habe hier meine Draw-Methode, da wird der Hintergrund neu gezeichnet, dann wird der Kreis gezeichnet. Und dann kommen hier diese vier offensichtlich zusammenhängenden Zeilen, die irgendwas machen, aber die schauen irgendwie ein bisschen anders aus als die ersten beiden Zeilen. Irgendeine Idee, worauf ich hinaus möchte? Also, was können wir hier machen, damit unser Code ein bisschen lesbarer wird? Wie wäre es, wenn wir das hier, dieses Aktualisieren der Kreisposition, Mal in eine extra Methode auslagern? Ja, nein. Ja, da kommt eh gleich der gerade der Hinweis: neue Methode. Und lassen Sie uns mal, wenn wir das jetzt machen, also wenn wir diese vier Zeilen auslagern in eine neue Methode, mal ganz bewusst diesen diesen Hinweis beachten, den ich gerade bei der bei dieser Methode angebracht habe. Lassen Sie uns mal versuchen, eine Methode zu schreiben, die keine ähm, keine Veränderungen in unserem Programm außerhalb der Methode ausführt. Also wir versuchen jetzt mal bewusst eine Methode zu schreiben, die uns zwar eine neue Position auf diesem Kreis zurückgibt, ähm, aber wirklich nur die neue Position berechnet und uns es überlässt, mit diesem Rückgabewert das zu machen, was wir gerne machen würden, den zum Beispiel nämlich in die Variable schreiben. Ich schreibe eine neue Methode, private, ähm, die gibt mir einen Double-Wert zurück, mal das hier ist ja ein Double-Wert und ich möchte dafür, für das, was in dieser Variable steht, einen neuen Wert berechnen. Dann braucht die jetzt irgendwie einen tollen Namen. Ich glaube, jetzt können wir mal gleich ausprobieren, ob das wirklich ein Problem ist. Ich glaube aber fast nicht, weil 360 und 0 eigentlich als die gleiche Position interpretiert werden müssen. Aber behalten Sie das mal im. Im Hinterkopf können wir gleich mal sehen, ob das äh, vielleicht einen Unterschied macht. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Namen für diese Methode. Die soll uns eine neue Position für, unseren, für unser Kreisobjekt äh, zurückgeben. Erstmal in Grad. Und ich mache jetzt mal einen explizit sehr, sehr langen Namen. Ähm, nur damit Sie mal sehen, wie man das vielleicht auch so ein bisschen übertreiben könnte. Und dann können Sie sich ja in Ihrer eigenen Lösung überlegen, ob es noch einen schöneren Namen gibt. Aber was soll die Methode machen? Die berechnet irgendwas. Äh, calculate. Was berechnet die? Die berechnet die aktualisierte ähm, Position unserer Kreise und in was für, einem, was für eine Art von, von Wert wird das Ganze zurückgegeben, in Grad. Warum ist dieses in Grad vielleicht in den Methodennamen gar nicht so schlecht? Wenn wir gleich mit Geometrie ähm, arbeiten, werden wir merken, dass wir Grad und Bogenmaß unterscheiden müssen. Ähm, und da ist es vielleicht nicht schlecht, bei den Methoden, die jetzt irgendwas mit dieser Position zu tun haben, immer auch explizit anzugeben, kriegen wir da jetzt eine Position in, dieser, in diesem Grad 0 bis 360 zurück oder ist das schon was anderes? Und der übergebe ich auch was. Und der übergebe ich nämlich den letzten Wert, den wir für diese Position in der Variable gespeichert haben. Last Circle Position. Und jetzt schreibe ich mir die Methode. So dass ich ausgehend von diesem Input eine. Ja, genau. Also, wenn Sie sich irgendwas merken, ähm, dann vermeiden Sie es irgendwie, irgendwas mit Bogenmaus oder so zu tun zu haben. Äh, oder schreiben Sie Ihren Code so, dass immer hundertprozentig klar ist, was von diesen beiden Möglichkeiten, um so Kreispositionen anzugeben, gemeint ist. Ähm, ich schreibe die Methode jetzt mal, dass genau das Gleiche hier passiert dass ausgehend von diesem Input eine neue Position berechnet wird, die zurückgegeben wird und dass nichts, was außerhalb dieser Methode in meinem Programm passiert, davon beeinflusst wird. Das mache ich, indem ich direkt als allererstes in dieser Methode eine neue Variable anlege, eine sogenannte lokale Variable, die gilt nur in dieser Methode. Die nenne ich updatedCirclePosition äh, und wenn Sie jetzt... Ähm, vermeiden wollen, Kopfschmerzen bei äh, den Leuten im Chat zu verursachen, dann schreiben sie auch noch ein in Degree. Updated Circle Position in Degree. Das ist schon fast das Ergebnis, was wir ähm, aus der Methode rausgeben wollen, oder das ist das Ergebnis. Und was machen wir? Wir nehmen uns den Wert, den wir als Parameter bekommen haben, und wir erhöhen den oder wir zählen 1 dazu. Also wir verändern ganz bewusst diesen Parameter nicht, auch wenn das jetzt in diesem ganz konkreten Fall mit primitiven Datentypen in Java und so weiter äh, keine wirkliche Auswirkung hätte. Aber wir vermeiden es ganz bewusst, irgendwas, was wir als Input bekommen, zu verändern. Wir erzeugen eine neue Variable und da speichern wir das rein, was in diesem Ausdruck rauskommt. Last Circle Position plus 1. Was ist das? Ähm, wenn wir mit 0 hier reingehen, ist das 1. Wenn wir mit... 360 reingehen, ist das 361. Dann machen wir diesen Sanity-Check, den wir haben. If updated Circle Position in Degree ist jetzt plötzlich größer als 360. Also wenn jetzt in dieser Variable ein Wert größer als 360 reinsteht, dann nehmen wir unsere Variable. Und setzen die zurück auf den Wert 0. Und wenn wir das gemacht haben, geben wir den Wert, der in dieser Variable steckt, als Ergebnis von unserer Methode zurück. Wir geben die aktuelle Position, ups, Entschuldigung, um, updated Circle Position in Degree. Wir geben die aktuelle Position unseres Kreises auf dieser Kreisbahn rein. Wir berechnen die Position neu, indem wir die um 1 erhöhen. Wir machen diesen Sanity Check, also diesen Check, sind wir schon über diese 360 Grad hinaus. Wenn ja, setzen wir den Wert zurück und dann geben wir das Ganze zurück. Kann man sicherlich noch irgendwie optimieren, wenn man möchte, aber wir können damit jetzt eine neue Position für unsere Kreise berechnen, noch immer in diesen Gradangaben, ähm, ohne dass wir ähm, irgendwas außerhalb von dieser Methode verändern. Jetzt kann ich hier meinen Code ein bisschen umschreiben. Jetzt nehme ich mir meine Variable, die hat im Moment den Wert 0, und ich überschreibe die mit dem Wert, den ich zurückbekomme, wenn ich unsere schöne Calculate Updated Circle Position and Degree Methode aufrufe und der als Parameter den aktuellen Wert von dieser Variable übergebe. Also Current, Circle, Position, and Degree kommt in die Methode rein, wird verarbeitet. Ähm, was habe ich jetzt falsch gemacht? Current, da fehlt ein T. Der Wert, der aktuell in der Variable steht, kommt in die Methode rein. Die Methode berechnet einen neuen Wert mit jetzt in diesem Fall einer relativ einfachen Sicherheitsprüfung nochmal, dass wir nicht über diese 360 zurückgehen. Der Wert wird zurückgegeben. Das heißt das hier, dieser Teil von unserem Code wird aufgelöst, wenn die Laufzeitumgebung den Code interpretiert, zu dem neuen Wert und den speichern wir uns in diese Methode rein, äh, in diese Variable rein, sodass wir da immer mit jedem Aufruf der Draw-Methode so eine neue Position auf dieser Kreisbahn berechnen. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme diesen Wert und ich übergebe den zusätzlich zu dem Kreis in meiner zweiten Methode. Jetzt sage ich nämlich, Aktualisiere die Position des Kreises und zeichne den Kreis neu. Mache das mit diesem Kreis und benutze, um die Position für diesen Kreis auf der Kreisbahn zu bestimmen, bitte einen doppelwert Und was für einen Double-Wert? Ähm, die Position in Grad, äh, auf der dieser Kreis positioniert werden soll. Also sowas wie Circle Position in Degree. Und jetzt muss ich den hier mit angeben. Also IntelliJ hat gleich erkannt, dass ich diese Methode verändert habe. Die hat jetzt nicht mehr nur einen Parameter, sondern die hat einen zweiten Parameter. Und diesen zweiten Parameter muss ich beim Methodenaufruf jetzt auch übergeben. Update in Circle möchte jetzt nicht mehr nur ein Kreisobjekt bekommen, sondern zusätzlich auch ein Wert in Grad, wo dieser Kreis auf dieser Kreisbahn eingezeichnet werden soll. Und dazu benutze ich diese Variable. Die ich im Anschluss dann immer um 1 erhöhe und wenn ich dabei über diesen Wert 360 hinausstoße, zurücksetze auf 0. Hier erstmal die Gradanzahl schrittweise erhöhen. Und jetzt kriegt meine Methode, die meinen Kreis zeichnet, jedes Mal auch äh, diesen Wert mit übergeben. Das hier ist nicht die Methode, die die eigentliche Position berechnet. Das ist die diese Methode hier, die das macht. Das heißt, wir müssen diesen Wert, den wir hier als Parameter übergeben, noch einmal weiter runterreichen. Das heißt, auch diese Methode hier, ich zeige Ihnen gleich nochmal, ähm, wie das jetzt genau in dem Programmfluss äh, funktioniert, auch diese Methode braucht jetzt diesen Wert und kriegt den beim Aufruf auch übergeben. Also, ganz kurz mal nachvollziehen, bevor wir dann jetzt hier gleich mit ähm, cosinus und cosinus anfangen. Draw Methode wird regelmäßig aufgerufen. Hintergrund wird neu gezeichnet. Wir sagen, dieser Kreis soll neu positioniert und gezeichnet werden, benutzt dafür für die Position auf der Kreisbahn den Wert, der hier gerade drin steht. Wenn du damit fertig bist, aktualisiere die Position. Dann wird da immer so ein Zähler von 0 bis 360 durchgeführt. Diese Methode wird aufgerufen Kriegt den Kreis übergeben, kriegt die aktuelle Position in Grad übergeben. Was macht die Methode? Die aktualisiert zuerst die Position des Kreises. Das haben wir ausgelagert in eine extra Methode. Übergibt dazu den Kreis, mit dem sie arbeiten soll, und die aktuelle Position weiter an die darunterliegende Methode. Hier wird jetzt im Moment immer nur 1.1 1 gesetzt. Das ändern wir jetzt gleich und berechnen aus dieser Position, aus dieser. Eine Gradangabe, die X- und die Y-Koordinate auf der Kreisachse. Können Sie mir bis zu dieser Stelle, was den Programmfluss angeht, erstmal noch folgen? Sagen Sie mal kurz Bescheid. Okay, dann geht's weiter. Übrigens auch ein super Kommentar wieder mit dem FPS-abhängig. Ja, das ist, das ignorieren wir in dem Kurs immer sehr beflissentlich, dass wir hier Animationen und auch Spiele machen, die hart an die FPS-Zahl gebunden sind. Also wir berechnen da kein, ähm, keine Delta Time, um äh, das ein bisschen zu verbessern. Können wir aber theoretisch mal in einer Zentralübung machen. Also auch hier wieder der Hinweis, nicht alles, was wir hier machen, ist äh, so hundertprozentig. Uh, super, uh, dient alles eher Dingen am Anfang, äh, Dinge am Anfang zu erklären und ist nicht das, wie sie jetzt irgendwie das nächste Far Cry oder sowas äh, programmieren sollten. Okay. Jetzt möchte ich aber endlich meinen Kreis auf dieser Kreisbahn hin und her bewegen. Und dazu brauche ich jedes Mal, wenn ich diese Methode aufrufe, eine neue X und eine neue Y-Koordinate. Äh, Fangen wir ganz langsam an. Ich erzeuge mir in dieser Methode eine neue Variable für die x-Koordinate, eine neue Variable für die y-Koordinate. Wir können, damit das ein bisschen nachvollziehbarer ist, den auch mal einen Wert geben. wird gleich ein bisschen komplizierter. Und wenn ich diese Werte berechnet habe, diese Position neu berechnet habe, dann ähm, nehme ich die hier an dieser Stelle und setze die ein. Also ich möchte diese Werte, die hier drin stehen, ähm, da Rechne ich gleich mit Sinus und Cosinus die neue Position, die möchte ich dann ganz am Ende in die Move-Methode übergeben. Und die Move-Methode, die beschwert sich jetzt schon, die sagt nämlich, ähm, was sie eigentlich möchte, sind zwei Float-Werte. Ich habe zwei Double-Werte angelegt. Die Methode hier möchte als Parameter aber Float-Werte. Bevor wir uns jetzt mit dieser großen Mathe-Berechnung ähm, beschäftigen. Ganz kurz die Frage: ähm, Das ist jetzt so eine Erinnerung an die Vorlesung heute Mittag. Ähm, wie kriegen wir das hin? Wie kann ich dafür sorgen, dass, obwohl ich hier in diesen beiden Variablen doppelwerte gespeichert habe, die hier an dieser Stelle bei diesem Methodenaufruf, in diesem Ausdruck, wenn Sie sich erinnern, äh, als Float-Werte behandelt werden, weil die Move-Methode Float-Werte braucht? Casten ist das Richtige. Erinnern Sie sich auch noch, wie das funktioniert? Also, Sie können sich die Arbeit auch sparen und äh, das IntelliJ machen lassen. Ich glaube, das müsste hier unten irgendwo dann in dem Kontextmenü mal aufgehen. Aber genau, 50% richtig, äh, das, was gerade im Chat steht. Ähm, wir müssen das leider für beide Werte machen. Also, ich sage hier einmal, ähm, mach bitte aus diesem Double-Wert einen Float-Wert und hier auch. Was passiert dann? Ähm, dieser Wert. Der hier drin steht, wird in dieser Zeile, in diesem Ausdruck als Float-Wert interpretiert. Da geht theoretisch ein bisschen Genauigkeit verloren, ist jetzt in unserem Fall aber nicht so wichtig. Eins ist eins. Und später auch, wenn wir den, äh, die, die Position jetzt genauer berechnen, ähm, wird das schon funktionieren. Aber das ist dieser Cast. Die Methode braucht Float-Werte. Ich liefere aber Double-Werte. Ich möchte hier nicht die Variable ändern, sondern ich möchte, dass der Wert, der in dieser Variable steht, an dieser Stelle meines Programms als Wert von einem anderen Typen, Datentypen, interpretiert wird. Und das mache ich mit diesem Cast. Haben wir jetzt heute in der Vorlesung auch nochmal angeschaut, äh, wenn Sie das nochmal nachschauen wollen. Okay, jetzt aber ähm, ein bisschen rechnen. Um diese, um diese neue Position auf dieser Kreisebene aus diesem wert in grad zu berechnen muss ich in dem ersten schritt den radius meiner kreisbahn den habe ich noch gar nicht definiert ähm, mit dem cosinus von diesem wert im bogenmaß multiplizieren also um die neue x-koordinate oder um die neue x-koordinate fast zu berechnen gleich kommt noch eine kleine sache ähm, nehme ich mit den radius meiner kreisbahn Multipliziere den mit dem Ergebnis der Kosinusfunktion von diesem Wert. Und diesen Wert, den wir gerade noch in Grad haben, den müssen wir vorher ins Bogenmaß umrechnen. Machen wir alles Schritt für Schritt, kein Problem. Einzige Sache, die wir noch an einer anderen Stelle machen müssen, wir müssen uns irgendwo diesen Radius definieren. Also wie groß ist der Radius von, ich zeige es nochmal ganz kurz, von dieser Kreisbahn, zu der wir hinwollen. Moment. Der Kreis soll sich ja am Ende hier so bewegen. Und da müssen wir jetzt einfach irgendeinen Wert äh, definieren. Ähm, der sollte vielleicht ein bisschen kleiner sein, als ähm, dieser gesamte Kreis, diese Kreisbahn, sollte ein bisschen kleiner sein, als das Fenster breit und hoch ist, ähm, damit äh, der Kreis, wenn er sich über diese Kreisbahn bewegt, vollständig im äh, Zeichenfeld noch da ist. Das heißt, ich definiere mal eine neue Konstante, private static final int, ähm, circle movement radius vielleicht, wenn Sie so wollen. Ähm, also Radius dieser Kreisbahn, auf der wir uns bewegen. Radius heißt Hälfte vom Durchmesser. Ähm, das Fenster ist insgesamt 500 Pixel hoch und 500 Pixel hoch, äh, breit. Wenn ich jetzt 250 nehmen würde, wäre die Kreisbahn, auf der sich der Kreis bewegt, 250 mal 2 ist 500, genau an den Außenrändern von meiner Zeichenfläche. Deshalb reduziere ich das so ein bisschen und ähm, nehme als Radius 200. Das heißt, dass dann zwischen Mittelpunkt des Kreises auf seiner Bahn und dem Rand ähm, 50 Pixel noch äh, frei sein sollte. Weil unser Kreis ja selber nur 15 Pixel breit ist, müsste, da, müsste es halbwegs schön ausschauen. Okay, x-Koordinate. Wir nehmen uns diesen Wert, ähm, der in diesem Radius drin steht, und wir multiplizieren den mit dem Cosinus von diesem Wert. Der erste Teil ist super leicht. Ähm, wir greifen einfach auf die äh, Konstante zu, die wir gerade eben erstellt haben, Circle Movement Radius, und da multiplizieren wir das. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen diesen Wert hier zuerst ins Bogenmaß umrechnen. Ja, ganz kurz, ähm, bevor ich hier irgendwie Dinge benutze, an die Sie sich gar nicht mehr erinnern. So Bogenmaß sagt Ihnen schon noch so ein bisschen was, oder? Also das ganz dunkel irgendwie Mathematikunterricht, fortgeschrittene Geometrie, Grad versus Bogenmaß, Pi halbe und so weiter. Schreiben Sie mal ein bisschen was in den Chat rein, also zumindest irgendwie ein Jahr, wenn Sie so grob irgendwie noch im Hinterkopf haben, dass man so Gradangaben, Kreise und so weiter auf so unterschiedliche Art und Weise ähm, berechnen kann. Die meisten von Ihnen haben ja bestimmt Abitur in Bayern gemacht, da sagt man ja immer, dass das besonders gut ist. Ich habe ja nur in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht, aber selbst ich erinnere mich, dass das irgendwie in der Schule mal vorgekommen ist und dann wissen Sie das bestimmt noch viel besser als ich. Okay, Gradangabe in äh, Bogenmaß umrechnen, ist relativ leicht. Ähm, da ist nämlich eine feste Funktion in Java eingebaut, die genau das macht. Ähm, Maß to Radiance heißt die Methode. Die nimmt einen Wert in Grad und gibt ihnen das Bogenmaß dazu zurück. Und was ähm, übergebe ich? Ich übergebe hier diese Circle Position in Degree. Ich mache jetzt mal was, was man normalerweise nicht macht. Ich mache jetzt hier mal ganz viele Leerzeichen und so rein. In diesen Ausdruck, die lösche ich später, aber ich möchte mich jetzt mal auf diese Seite hier konzentrieren. Also, Grad wird in ähm, Bogenmaß umgerechnet. Und Sie erinnern sich, ähm, so einen Ausdruck haben wir heute uns in der Vorlesung ja angeschaut, der wird von innen nach außen, wenn Sie so möchten, ausgewertet. Also erstmal wird diese Methode aufgerufen. Und wir bekommen ein Bogenmaß zurück. Und dann muss ich diesen Wert mit ähm, dem, äh, muss ich aus diesem Wert den Cosinus berechnen. Und das erinnern Sie sich, auf dem Taschenrechner war das so eine Taste und in Java ist das ähnlich leicht. Ähm, auch hier wieder eine Methode: maß.cos für Cosinus. Da übergeben Sie als Parameter das Bogenmaß. Das ist dieser Teil hier. Achten Sie ganz genau auf die Klammern und dann kriegen Sie den cosinus zurück überhaupt kein Ding. Ähm, achten Sie nur darauf, in welcher Reihenfolge das jetzt ausgewertet wird. Zuerst wird hier für diese Variable der Wert eingesetzt, der da tatsächlich steht, also das, was wirklich sich hinter diesem Parameter bewirkt. Dann wird der, das Bogenmaß berechnet. Da gibt es auch ein Ergebnis zurück. Also irgendwas ähm, kommt da raus, irgendeine so ähm, rationale Zahl, keine Ahnung. Ähm, dann Nehme ich das, was da rauskommt, als Input für die Cosinus-Funktion und bekomme meinen eigentlichen Cosinus zurück. Damit ich mir das jetzt schön, ähm, oder das multipliziere ich dann mit dem Radius und dann habe ich fast meine Position auf ähm, der Kreisbahn ähm, äh, tatsächlich da. Das, ist noch nicht hundertprozentig die Position, die wir haben wollen. Wir schauen uns gleich an, warum das so ist. Aber das ist eigentlich erstmal die, die wichtige Mathematik, um diese Kreisbewegung auf der x-Achse zu berechnen. Auf der y-Achse, ähm, da benutzen wir fast genau das gleiche, nur dass wir hier nicht den Cosinus brauchen, sondern den Sinus. Und das heißt für uns, Copy and Paste, wir nehmen diese Zeile, wir packen das gleiche da rein. Und anstatt hier diese Cosinus-Funktion zu benutzen, benutzen wir die Sinus-Funktion. Strichpunkt kann weg. Übrigens, ähm, kleiner Hinweis: Wenn ich hier einen zweiten Strichpunkt hinmache, äh, mache ich damit eine zweite Anweisung. Also, das hier, dieser eine Strichpunkt, ist in Java, wenn Sie sich mal anschauen, wie die, die Laufzeitumgebung oder der Parser mit umgeht, auch eine Anweisung. Das ist eine sogenannte leere Anweisung. Passiert nichts, ändert nichts, aber. Ähm, ein einzelnes Semikolon hat quasi auch eine Bedeutung. Okay, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich, den, wenn ich das jetzt ausführe. Ich bewege das und Sie sehen äh, nichts, weil wir eine ganz wichtige Sache noch nicht beachtet haben. Wir müssen nämlich noch angeben, um welchen Punkt diese Kreisbahn äh, sich tatsächlich bewegt. Ich möchte nämlich diesen ich möchte diese Kreise insgesamt ähm, nicht irgendwo bewegen, sondern ich möchte dafür sorgen, dass die sich um den Mittelpunkt herum bewegen. Und das mache ich, indem ich das, was hierbei rauskommt, also das, was hier bei äh, der Multiplikation von dem Radius, das sind, äh, wenn ich mich nicht vertan habe, genau 200 Pixel, und dem Sinus- bzw. cosinus von dieser Circle Position, äh, was dabei rauskommt, das möchte ich ähm, addieren auf die x bzw. die y-Koordinate von meinem Mittelpunkt. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich so eine schöne Kreisbewegung um den Mittelpunkt meiner Zeichenfläche ähm, hinbekommen. Und dann sehen wir auch gleich diesen ersten Kreis, der sich um diesen Mittelpunkt hoffentlich bewegt. Das ist jetzt vielleicht ähm, für Sie wieder ein bisschen leichter. Wie, wie kriege ich den Mittelpunkt raus? Wie berechne ich die x-Koordinate? Vom Mittelpunkt meiner Zeichenfläche. Erinnern Sie sich noch? Ich glaube, mir fällt auch gerade ein, dass ich es in dem Lösungsvorschlag äh, falsch gemacht habe. Aber wir machen das jetzt richtig. Genau, Breite bzw. Höhe dann für die y-Koordinate durch zwei Teilen. Lassen Sie uns das mal hier noch ergänzen. Ähm, ich mache mal ein paar Klammern. Sie erinnern sich ja, Klammern auch dann, wenn man sie nicht braucht, sind keine schlechte Idee. Wenn man ein ähm, bisschen expliziter ausdrücken möchte, was in so einem Ausdruck tatsächlich passiert, ich klammer jetzt mal diesen ersten Teil, den wir uns gerade irgendwie so abgewürgt haben, ähm, ein und dann berechne ich, bevor ich ähm, irgendwas mit diesem zweiten Teil mache, den Mittelpunkt. Das haben wir in diese beiden Konstanten gespeichert. Schauen Sie mal, da habe ich mir ja die Breite und die Höhe von meiner Zeichenfläche eh schon reingespeichert. Dann nehme ich mir jetzt die Breite. Die teile ich durch 2,0. Warum durch 2,0 und nicht durch 2? Weil ich einen Float-Wert gerne hätte und dann oder einen Double-Wert. Das mache ich, indem ich ganz bewusst einen der Werte in dieser Division ähm, durch äh, einen ganz explizit gesetzten Double-Wert ersetze. Nicht zwei, sondern 2, sondern 2,0. Und da addiere ich meinen äh, Cosinus dazu. Und bei der y-Achse mache ich genau das Gleiche. Ich berechne mir auch von der Höhe genau den Mittelpunkt und addiere da den ähm, Sinus dazu. Wenn ich das jetzt ausführe, schauen wir noch mal ganz kurz. Ähm, ah, ich sehe gerade, dass wir noch einen kleinen Fehler haben. Ähm, sieht das vielleicht irgendjemand noch, was in dieser Methode noch falsch ist? Kleiner Hinweis, was wir hier machen, ist keine relative Position ausrechnen, sondern eine absolute Position. Hinter diesen x- und y-Werten steht genau die Position auf meiner Zeichenfläche, die der Kreis haben soll. Da steht nicht irgendwie ein, ein Delta-Wert, um den sich der Kreis bewegen soll, sondern das ist die x- und die y-Position, die dieser Kreis haben soll. Schauen Sie sich mit dem Wissen nochmal den Rest der Methode an irgendeine Idee, was da vielleicht falsch sein könnte. Ich möchte die Kreisposition ändern und ich möchte den Kreis nicht bewegen. Was ich im Moment mache, ist, ich berechne hier irgendwie mühsam eine x und eine y-Koordinate und dann bewege ich diesen Kreis, um diese beiden Werte, statt das zu tun, was ich eigentlich machen möchte, nämlich anstatt ihn zu bewegen, ganz explizit seine Position zu ändern. Die SetPosition-Methode ist die, die wir jetzt neu brauchen. Die Move-Methode, habe ich gerade erklärt, nimmt zwei Parameter und addiert die auf die X- und die Y-Koordinate von unserem Kreis in diesem Fall oder von unserem grafischen Objekt an sich auf. Die SetPosition-Methode, die ähm, führt keine Addition, was die X- und die Y-Koordinaten angeht, durch, sondern die ersetzt die aktuelle X und die aktuelle Y-Position. Von unserem Kreis mit den Werten, die ich übergebe. Und ich berechne ganz explizit zwei neue Koordinaten für meinen Kreis. Unterschied zwischen Set Position und Move, klar. Geben Sie mir kurz Bescheid. Ja, nein? Passt. Okay. Dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Jetzt fühlen wir das Ganze mal aus. Und Sie sehen, der Kreis bewegt sich wunderbar entlang dieser Kreisfläche. Ähm, jetzt könnten wir vielleicht mal darauf achten, ob es hier an diesem Bereich irgendwo zu einem Ruckeln oder sowas kommt. Ähm, aber ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ob wir das hier beachten müssen. Ich schaue mal nach und dann sage ich zum, in der nächsten Woche Bescheid. Also, dieser kam mir ganz vorher im Chat irgendwann mal die Frage, ob wir hier größer gleich äh, auch beachten sollen, um diesen Wechsel zwischen 360 und 0 ein ähm, bisschen smoother in der Animation umzusetzen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also kann ich gerade gar nicht sagen. Schaue ich nochmal nach. S7, was ich da benutze, kann ich gerne auch später nochmal in den Discord oder so posten. Fällt mir gerade gar nicht ein, was das ist. Irgendwie Dark One oder so, keine Ahnung. Ähm, haben Sie noch Lust, 10 äh, Minuten die Farbänderung von dem Kreis äh, zu implementieren? Das ist nämlich im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gemacht haben, ein bisschen einfacher. Also noch ein bisschen Luft da oder sind sie jetzt, okay. Kreis fliegt teilweise raus beim Rotieren. Ähm, dann achten Sie mal drauf, also zwei Sachen. Ähm, ich zeige mal ganz kurz, also. So sollte das im besten Fall funktionieren. Zwei Sachen, die im Problem sein könnten, wenn der Kreis irgendwann hier unten rausrutscht, ist einmal, dass der Mittelpunkt nicht richtig berechnet worden ist. Das könnte eine Möglichkeit sein oder dass sie hier bei dem Radius Circle Movement ähm, Circle Movement Radius möglicherweise irgendwie nicht den gleichen Wert benutzt haben, den wir auch benutzt haben. Wären jetzt so die zwei, St die mir als erstes einfallen. Okay. Ähm, wir haben ähm, ja hier diese Methode, die dafür sorgt, dass der Kreis aktualisiert und gezeichnet wird. Und wir haben schon dieses ähm, Neupositionieren in der extra Methode implementiert. Und was ich jetzt nochmal in den mache, ist eine zweite Methode zu schreiben. Ich erzeuge eine neue Methode, die jetzt nicht die... Ähm, Position des Kreises ändert, sondern dessen Farbe. Also zum Beispiel sowas wie Update Circle Color. Und wir übergeben den Kreis, um den es geht. Und was jetzt passieren soll, ist folgendes. Ich schaue mir an, wo der Kreis, den ich hier ähm, als Parameter übergebe, ähm, sich gerade auf der Zeichenfläche befindet und in Abhängigkeit davon, ob der In, ich ich zeige es mal ganz kurz auf dem Whiteboard, dann können Sie sich das ein bisschen besser vorstellen. Moment, wo sind wir da? <laughs> In Abhängigkeit von diesem, diesen vier. Ähm, Kreissegmenten 1, 2, 3, 4. In Abhängigkeit davon, wo sich dieser Kreis gerade befindet, wollen wir dessen Farbe anpassen. Das heißt, wenn der in diesem Bereich ist, dann zeichnen wir den Rot. Wenn er in diesem Bereich ist, irgendwie Grün, Blau und so weiter. Ähm, wenn Sie mal den Mittelpunkt hier, jetzt kann man es bald nicht mehr erkennen, aber wenn Sie den Mittelpunkt mal als Ausgangslage nehmen und wissen, dass der Kreis, der zum Beispiel hier ist, eine x und eine y-Koordinate hat, die den Mittelpunkt angibt. Und Sie auch wissen, dass man diesen Kreis hier ähm, oder diesen, diesen Mittelpunkt der Zeichenfläche auch durch eine x und eine y-Koordinate ähm, definieren kann. Wie kann ich herausfinden, wenn ich diese beiden Informationen habe, x und y-Positionen vom Kreis selber, und die x und y-Koordinate von dem Mittelpunkt meiner Zeichenfläche in welchem dieser Segmente oder vielleicht in dem ersten Schritt erstmal, ob dieser Kreis sich in diesem Segment hier befindet. Irgendeine Idee, was es da vielleicht für Vergleiche oder so gibt, die ich durchführen kann, um äh, das dann entsprechend äh, durch, oder zu berechnen? Wenn Ihnen gar nichts einfällt, schreiben Sie auch das in den Chat rein, weil dann zeige ich Ihnen das mal schnell. Genau, und, und brauchen sie auf jeden Fall, weil sie haben zwei Dinge, die sie miteinander vergleichen müssen. Und genau, das, das glaube ich, was jetzt da im, im Chat alles kommt, das ist alles genau das, was wir brauchen. Wir müssen uns die Koordinaten von dem Kreis anschauen, die x- und die y-Koordinaten, und müssen die jeweils mit den x- und den y-Koordinaten von ähm, dem Mittelpunkt unserer Zeichenfläche vergleichen. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir uns kurz in der lokalen Variable diese x- und die y-Koordinaten von unserem Mittelpunkt ähm, nochmal abspeichern. Dann werden nämlich gleich die, äh, diese ganzen Ausdrücke, die wir jetzt aufbauen müssen, ein bisschen lesbarer. Ich schreibe mal eine neue Variable ähm, Center x. Ähm, gestatten Sie mir, dass ich die Variable diesmal ein bisschen kürzer mache. Ähm, das soll ja die x-Position vom Mittelpunkt unserer Zeichenfläche sein. Und wie wir die berechnen, wissen wir mittlerweile schon. Wir nehmen uns die Breite unserer Zeichenfläche und teilen die durch 2,0 und dann kommt da ein Wert zurück und das ist die X-Koordinate von unserem Mittelpunkt. Und ähm, das gleiche machen wir für die Y-Koordinate. Und dann haben wir, also nicht genau das gleiche, aber fast das gleiche mit der Höhe anstatt mit der Breite für unsere Y-Koordinate. Und dann haben wir schon mal unseren Mittelpunkt unserer Zeichenfläche fest in ähm, diesen beiden oder mit diesen beiden Variablen beschrieben. Was ich mir jetzt anschaue ist, mein Kreis, der hat ja auch eine Y-Position, die hole ich mir mal, wo befindet sich gerade mein Kreis, und ist diese Y-Position von meinem Kreis kleiner als die Y-Position von dem Mittelpunkt. Wenn das der Fall ist, ist der Kreis auf der Y-Achse schon mal oberhalb vom Mittelpunkt. Also, wenn das hier true ergibt, y-Position von meinem Kreis ist kleiner als die y-Position vom Mittelpunkt der Zeichenfläche. Das Koordinatensystem entspringt ja oben links in der Ecke. Dann weiß ich, okay, der Kreis ist auf jeden Fall schon mal oberhalb von ähm, dem Mittelpunkt. Das heißt, von diesen vier gedachten Kreissegmenten, ich führe das, oh, ja, so funktioniert das natürlich nicht. Ich kommentiere das mal ganz kurz aus, ähm, damit ich den Code wieder starten kann. Ähm, von diesen vier Kreissegmenten sind nur noch dieses hier und dieses hier übrig. Ich weiß, mein Kreis, wenn diese Bedingung zutrifft, muss irgendwo in der oberen Hälfte meines Bildschirms sein. Und das verbinde ich jetzt mit einer zweiten Abfrage, mit einem und. Sie erinnern sich, das ist dieser Bullsche-Operator, mit dem ich zwei Wahrheitsaussagen verbinden kann. Mit der Frage ist denn die X-Position von meinem Kreis größer als die x-Position von meinem Mittelpunkt. Und dann möchte ich irgendwas machen. Wenn ich weiß, dass das hier der Fall ist, also wenn die x-Koordinate von meinem Kreis größer als die x-Koordinate vom Mittelpunkt ist, dann weiß ich, dass mein Kreis sich in der rechten Hälfte befindet. Wenn die y-Position größer als die Y-Koordinate von meinem Mittelpunkt ist, weiß ich, dass der Kreis sich in der oberen Hälfte befindet. Und wenn ich die beiden Aussagen miteinander verbinde, also wenn mein Kreis sowohl auf der rechten Seite von meinem Bildschirm als auch, von der, auch, als auch auf der oberen Seite von meinem Bildschirm ist, dann bleibt nur noch dieses ganz rechts obere ähm, Segment meines Kreises übrig. Und dann weiß ich, dass dieser Kreis sich im Moment auf jeden Fall in diesem ersten Viertel meines Kreises, äh, meines, ähm, meiner Kreisfläche befindet. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich gerne die Position oder die Farbe, möchte ich nicht die Position, die Farbe von meinem Kreis verändern. Und das mache ich mit der SetColor-Methode. Und der übergebe ich jetzt irgendwie einen Wert, zum Beispiel Red. Und dann setze ich in dem Moment, wo mein Kreis diesen Bereich hier betritt, ähm, die Farbe auf rot. Das mache ich am besten, das versehe ich am besten mal mit einem ähm, Kommentar, damit ich mir das merken kann. Der Kreis ähm, befindet sich im nordöstlichen, diese Himmelsrichtung so als Gedankenstütze, um Bereiche von unserer Graphics App zu. Ähm, Beschreiben haben wir heute in der Vorlesung ja auch das erste Mal benutzt. Der Kreis befindet sich im nordöstlichen Segment der Kreisbahn. Das ist das, was wir über diese IF-Bedingung aussagen können. Oder was diese IF-Bedingung aussagt. Er befindet sich sowohl in der oberen Hälfte als auch in der rechten Hälfte. Und dann kommt nur eine Stelle auf der Kreisbahn ähm, in Frage, bei der beide dieser Bedingungen äh, zutreffen meinen Code ausführe. Ich befürchte jetzt mal, dass der sich sofort ändert. Nein? Okay, gut. Er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich. Wir haben die Methode nicht aufgerufen. <laughs> Diese Methode hier haben wir jetzt designt, dass die, sobald der Kreis dieses Segment betritt, die Farbe vom Kreis äh, auch ändert. Und die rufe ich jetzt mal hier an dieser Stelle gleich mit auf. Ähm, Update Circle Color. Zuerst wird die Position verändert, dann wird die Farbe verändert. Ich übergebe den Kreis, um den es geht, als Parameter. Dann wird hier das Ganze angeschaut. Die Kreisfarbe wird verändert. Und wenn ich das jetzt ausführe, schauen wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Und Sie sehen, hier ändert sich jetzt die Kreisfarbe. Die bleibt jetzt immer gleich, weil wir hier die anderen Fälle noch nicht berücksichtigt haben. Können wir mal schnell machen. Ähm, wenn die y-Position größer als die y-Position von meinem Mittelpunkt ist und die x-Position auch größer ist, dann weiß ich, der Kreis befindet sich im, sich im ähm, südöstlichen Segment der Kreisbahn. Dann ändere ich die Farbe vielleicht auf äh, grün. Dann schauen wir uns das nächste Segment an. Wenn die Y-Position größer als die Y-Position des Mittelpunkts ist, also der Kreis sich in der unteren Hälfte befindet und die X-Position von meinem Kreis kleiner als die X-Position von meinem Mittelpunkt ist, dann befinde ich mich. findet sich im südwestlichen Segment der Kreisbahn. Und dann ändere ich die Farbe wieder. Äh, was bleibt noch übrig? Vielleicht ein Gelb. Und dann die letzte Stelle, die ich überprüfen muss. Auch wieder Copy and Paste. Wenn der Kreis sich in der oberen Hälfte von meiner Zeichenfläche befindet, die X-Position aber kleiner ist als die X-Position vom Mittelpunkt, dann habe ich, der Kreis befindet sich im nordwestlichen Segment der Kreisbahn. Und dann, ähm, was bleibt noch übrig, machen wir den Kreis blau. Und das führen wir jetzt nochmal aus. Und dann sehen wir hoffentlich, dass der Kreis sich jetzt immer, je nachdem, in welchem Viertel er sich befindet, äh, neu einfärbt und wir jetzt so eine erste wunderschöne kleine Animation programmiert haben. Ich würde jetzt mal ähm, die weitere, äh, den weiteren Teil Ihnen überlassen. Jetzt können Sie sich nämlich mal überlegen, wie Sie einen zweiten Kreis zeichnen. Der braucht wahrscheinlich auch seine eigene Variable und den möchten Sie dann immer ein bisschen hinter dem anderen einzeichnen. Das heißt, ich gebe Ihnen einen Tipp. Das wahrscheinlich beim Positionieren dieses zweiten Kreises hier nicht immer der Wert, der in dieser Variable steckt, benutzt wird, sondern vielleicht ein etwas kleinerer Wert, also ein bisschen weiter zurück. Das machen wir jetzt aber nicht mehr zusammen, weil es ist nämlich schon ganz ganz spät geworden. Ich danke Ihnen erstmal für ihre Aufmerksamkeit. Konnten Sie am Ende, was dieses Einfärben von dem Kreis angeht, noch folgen? Sagen Sie mal ja, nein, weil sonst überlege ich mir vielleicht, ob ich das in den Kommentaren dann noch mal ein bisschen besser beschreibe. Passt, oder? Und hoffentlich hat bei Ihnen die Animation dann auch so halbwegs ausgeschaut. Dann ähm, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Denken Sie dran, Sie können sich da so einen kommentierten Lösungsvorschlag auch anschauen, da steht das alles noch mal ein bisschen genauer drin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ähm, vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis für die Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ähm, vielleicht ist es jetzt gerade irgendwie in dem, was ich gesagt habe oder in dem Chat, ähm, ein bisschen zu harsch rübergekommen. Sie können gerne so viel sagen, wie Sie möchten. Ähm, manchmal muss ich Sie halt schon darauf hinweisen, dass wir in dem Kurs jetzt nicht alle schon so weit sind. Und dann ähm, müssen Sie damit leben, dass vielleicht bestimmte Vorschläge nicht so umgesetzt werden können. Oder? dass ich will jetzt hier darauf hinweise, dass das, was Sie sagen, auch nicht so hundertprozentig immer stimmt. Ähm, also das nur so als Hinweis, äh, gerne alles irgendwie vorschlagen. Äh, ich ordne das dann hoffentlich schon für die, für die restlichen Leute, die zuschauen, auch entsprechend ein. Wenn Sie Lust haben, sind Sie nächste Woche wieder dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall auch in der Vorlesung. Und äh, wenn es jetzt noch Fragen gibt, was die Studienleistung oder sowas angeht, denken Sie dran, einfach im Discord posten. Das war es jetzt aber wirklich. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis nächste Woche.